Dann schauen wir doch mal, was uns der nächste Tag so bringt. Melvin. Was? Melvin? Wer ist das? Kenn ich nicht. Oh, bestimmt Mahnung. Ist halt nicht viel Geld, aber weißt du, dafür, dass die sowieso da rumstanden. Finde ich, kann man das mal eben machen. So. Nee, warte, warte, warte. Wir haben hier noch. Das können wir noch. Und, Croc Meat. Ich weiß nur nicht. Was habe ich denn wieder gemacht, dass es so verschoben ist? Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Banani kann weg und das kann weg. Diese haben wir wieder 110, das geht doch. Stellen wir die Fallen mal wieder auf. Gehen nochmal eben hier hin. Haben wir eigentlich alles gestern gemacht oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee, wir hatten eine Sache nicht gemacht, ne? Genau. Okay, dann gehen wir zuerst. Was machen wir zuerst? Huhn kann später. Gucken, ob im Müll was liegt. Oh, ein weites Sofa. Stell's mal hier hin, ne? Ich will immer in diese Statue reinstechen. Ich weiß auch nicht warum. Hi. Du, Theodor? Lass mal eben gucken. Habe ich hier eine Donation für dich oder kann ich es verkaufen? Willst du nicht mehr? Hast du schon. Alles klar. Wusste ich nicht. Ja, ich habe es doch nur gut gemeint. Mein Gott. Ist immer dieses Bring mal was mit, weißt du? Hi, Mail. Ja, lass mal chatten. Kann ich dir irgendwas Gutes heute? My Bell ist grumbling. Guckt Prime Meat. Gleich die ganz harte Nummer, wa? Junge, Junge, Junge. Bloß nicht zurückhaltend sein. Hi. Milburn? Ja, ich hab noch Geld, danke. Ach, du würdest mir gerne Geld leihen. Hm, ja, das ist ein Job für mich. Ein blaues Flanell-Shirt. Kommt auf den Preis an. Ja, für den Preis nehme ich es mit. Bringt ja Freude. Super, da wir ja abgeschlossen haben, lass mal eben noch chatten. Mal eben noch einen Punkt holen. Ja, aber ich habe noch keine gefunden. Ich habe da ein bisschen Pech mit. Baumplantage. Ach, da hinten ist er. Hi. Du, lass mal eben reden. Brauchst du irgendwann? Ja. Mhm. No problem. Du, ich habe hier ein Flanell-Shirt. Ja. Also ich brauche ja kein Flanell, ich trage so. Ich weiß ja nicht. So, jetzt haben wir einen schönen Hut. Lass uns mal eben reden. Nie Text hier, alles klar. Ja, geht auch. Danke. Du, hattest du Läuse? Das juckt am Kopf. Noch mal fragen dürfen, ne? Guckt Prime Meat. Hallo Vogel. Die kann man übrigens auch töten, ne? Wollte ich nur noch mal gesagt haben.
Dann nimmst du eine Schleuder und dann schleuderst du den Stein vor den Kopf. Dann ist auch so ein Vogel tot. Was? Mache ich natürlich nicht, ihr kennt mich. Wer wollte Primeat haben? Er hier, ne? Genau. Der hört sich nicht gesund an. Diese Stimmlage erinnert mich so ein bisschen an eine Folge von Star Trek. Als sie da durch so ein angebliches Wurmloch oder durch ein Wurmloch und da so einen Planeten finden. Oh. Da können wir auch was rausmachen, wa, Melvin? Und dann hat diese Stimme, oder die nehmen dann Besitz von Kanzler Troy. Und die hat auch so eine komische Stimme. Das, daran erinnert mich das. So, wer jetzt sagt, Fussel, du bist bekloppt, das will ich nicht ausschließen. So, was haben wir denn noch? Collect 15 Rock Pass. Trade any other clothing with John. Gut, dann machen wir die beiden Sachen auch mal eben. Rock Pass. Was war denn nochmal Rock Pass? Das ist die Frage. Was war denn Rock Pass? Und habe ich genug davon? Was haben wir denn da? Stone? Shiny Stone? Quarz? Rock Pass. Was will die von mir? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Rock Pass. Das ist ein Rockparts. Alles klar. Das kriegen wir hin. Brauchen wir 4 Stöhnchen, dann haben wir die doch schon. Ich finde übrigens vielleicht ein bisschen hässlich. Habe ich da nicht auch schon welche von? Weiß ich nicht. Oh, ich mach mal noch einen mit. Wer weiß, wofür man es gebrauchen kann, weißt du? Achso, John brauchte noch Klamotten, genau, da war da irgendwas. Kriegt er gelbe Schuhe, dann sieht er mal hübsch aus. Hi. John? Ja, ja. Von, lass mal chatten. Du hattest doch eine Anfrage, ne? Ja, so richtig interessiert bin ich nicht. Ich mach das mehr wegen der Statistik. Hier, bitte. Ich habe mir selbst einen Deal gemacht. Alles klar, danke sehr. Dann habe ich Small Glasses. Die können wir uns ja mal angucken. Guten Tag, mein Name ist Fussel Potter. Jetzt weiß ich nicht, ist Potter geschützt? Ja, ich sehe so schlecht, weißt du? Hallo Omi. Ja. Du, lass mal chatten. Ich glaube, ich habe deine Quest. Ja, ja, hier kannst du haben. Weißt du? Hier. Nimm dir, was du brauchst. Ja, nicht so viel auf einmal. Du weißt, mit so viel Geld kann ich nie umgehen. Du, wir müssen mal langsam ausbauen hier. Was müssen wir denn machen? Also, einen neuen Deed haben wir nicht. Was machen wir denn falsch? Was muss ich denn noch machen? Fletch, komm, gib mir doch mal einen Tipp. Kriege ich noch ein Upgrade? Nein, ich habe noch keine Villa, also ist das auch nicht gut. Tja, ich habe keine Ahnung. Was muss ich denn noch machen? Move a Building will ich nicht machen. Mein Haus. Na, will ich auch nicht. Nee. Also ich wüsste ernsthaft nicht, was ich noch tun muss, damit hier endlich wieder jemand einzieht.
Wir haben keine Donation, wir haben nichts offen, es ist alles bezahlt. Weißt du, hier Perry Hotter für Arme hat das alles schon gemacht. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Tja. Ja. Ongomotte, Firefly, Desert Skorpion, Cricket. Ach komm, da haben wir alle schon. Mach mir einen guten Preis. Einen guten Preis, habe ich gesagt. Gut, haben wir. Den Gumwood können wir ja aufnehmen. So, haben wir das. Jetzt müssen wir Früchte eingraben. Das dürfte nicht das Problem sein. Hier noch einen hin und hier noch einen hin. Haben wir die Punkte auch. Wir müssen noch irgendwas ausgraben. Dann haben wir unsere Tagesaufgaben auch schon wieder erledigt. Wir ja nur mal auf den Boden achten, ob hier irgendwo was rumliegt. Ja. Fussel, beeil dich. Wir könnten da mal was versuchen. Stech das Hund ab. Kann ich nichts machen, ne? Brauche ich noch einen Sattel? Weil die Dinger kann man reiten. Aber ich habe noch... Ich weiß jetzt nicht, wo es Sattel gibt. Na gut, wir müssen noch irgendwas ausgraben. Ich hatte so ein bisschen gehofft, ne? Nur so ein bisschen, dass man vielleicht, wenn man in die Nähe kommt, sagen kann, sattel das Viech. Aber ich habe gesehen, die kann man reiten. Oh, schade, ist auch nur ein ganz normaler Falter. Hier ist wieder eine Fliege, ne? Noch eine Fliege. Ich sage ja, wenn wir keine Fliegen brauchen, dann haben wir massenhaft Fliegen. Ja, Hund, schwimm zum Krokodil. Komm, dann gibt's Fleisch. Los, Kroko, greif den Hund an. Ich meine, das wäre auch ein Leben für mich. Ne? Einfach so mit dem Schädel aus dem Wasser raus und der Rest ist unter Wasser. Bei heißem Wetter ist das doch eine super Position, oder? Warum ist das faule Krokodil nicht in der Lage, den Hund anzugreifen? Aber ich würde mich über ein bisschen Hund freuen.
Au! Hör doch mal auf! Böses Ding. Ja, einen Schlüssel haben wir auch. Sehr gut. Heute ist aber Tag des Krokodils, habe ich das Gefühl. Ja, nicht so schnappig. Ja, komm mal her. Boah, was können wir demnächst Steak essen? Schönes, fettes Krokodilsteak. Komm, komm. Ein schnelles Kroko. Und tot. So haben wir die Gegend wieder mal ein bisschen sicherer gemacht, weißt du? Klassische Geld verdienen. Das Blöde ist halt, ich weiß aktuell nicht so genau, was ich machen soll. Weil, aus Gründen, weißt du? Nee, wir haben ja aktuell, ja, also es wäre schön, wenn wir mal wieder hier ein bisschen in der Stadt weiter kämen. Indem mal wieder einer einzieht, aber irgendwie hat zurzeit keiner den Wunsch, in unsere Stadt zu ziehen. Und das, da weiß ich jetzt nicht, woran es lag. Beim letzten Mal hatte ich das ja auch schon mal, aber da habe ich ja eine Lösung gefunden. Weil mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich erstmal mein Haus vergrößern muss. Und dann wollte sie erstmal aus dem Zelt raus, ne, in ein vernünftiges Haus ziehen. Und als das passiert war, da konnten die dann wieder, ne, eine Pygmäen fliegen. So, da ging das dann. Das war dann so eine Sperre, da musstest du erstmal in der Geschichte weiterkommen. Hat dir natürlich keiner gesagt, ist klar, ne? Aber aktuell haben wir ja nichts. Es ist nichts offen. Wir haben alle Aufgaben erfüllt. Hm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, zieht der nächstbeste ein oder zieht einer speziell ein und ich muss erstmal mit dem besondere Befreundschaft haben. Das weiß ich ja nicht. Das sagt mir das Spiel ja nicht. Weil in fast allen Fällen würde ich jetzt Franklin einziehen. Aber mit Franklin bin ich halt auch nicht so gut befreundet, obwohl ich es versuche. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber das dauert ja auch immer ein bisschen. Ne? Ihr wisst ja, wie sie sind. Also ein bisschen würde ich ja schon gerne in der Story auch weiterkommen jetzt. Weil ja, wir können natürlich auch wieder in die Mine runter und so. Was ist denn? Ich möchte nur nochmal erwähnen, er hat angefangen, nicht ich. Ne? Fliegen, Schmetterlinge, brauche ich alles irgendwie nicht. Ich habe auch kein neues Tier in letzter Zeit gesehen. Ja gut, dieser Käfer, gleich zu Anfang, der natürlich
Aber ansonsten... Boah, wie lange habe ich schon keine Spinne mehr gesehen hier in dem Spiel? Ach so ein... Den kennen wir ja auch schon. Na hier, Legendär oder so ähnlich heißt der. Larigidae. Was er doch immer auf Deutsch heißt, keine Ahnung. Komischer Käfer, der durch die Weltgeschichte streunt. Ich hab doch keine Ahnung. Ja, wir können Kaktusfeigenbraten machen. Lecker, lecker, lecker. Aber so richtig weiß ich gerade nicht, was wir sonst so tun sollten hier. Ich meine, ja, wir können hier so eine Sammeltour machen. Das ist sicherlich auch alles schön. Aber wir brauchen es ja aktuell nicht. Das ist halt das, ne? Ich meine, ja, das Geld sammeln für CDs oder CDs sammeln, dafür, dass wir da wieder Geld für kriegen. Ja, natürlich. Aber wir brauchen ja aktuell kein Geld. Ich meine, ich habe über 1 Million auf dem Konto. Und nur stundenlang... konzentriertes Looten. Jetzt sagt er was, was nicht typisch Fussel ist. Nur damit ich am Ende Geld habe, was ich nicht mehr brauche. Ja, muss ich auch nicht unbedingt machen, Folge für Folge. Deswegen, ich würde da gerne mal neue Leute kennenlernen. Das wäre nicht schlecht. Ich rette dich. Au! Ja, ja. Ich kümmere mich ja. Was ist denn heute los? Hä? Heute stehst du aber drauf, dich treffen zu lassen, wa? Fussel? Hier sind aber auch viele Krokodile heute. Herrlich, du. Tja. Also wenn jemand von euch einen Tipp hat, ne, was ich machen muss, damit hier endlich mal wieder jemand einzieht, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das gilt natürlich in erster Linie für die, die live dabei sind, weil wenn die Folge rauskommt... Ich glaube, dann hat sich das Problem schon gelöst. Also für die auf YouTube, ihr dürft das natürlich auch gerne reinschreiben, aber wahrscheinlich, ja. Ne, logischerweise, weil wir ja ein paar Tage Verzögerung haben. Weil ich ja doch letzte Woche 4-mal alleine dieses Spiel gestreamt habe. Das heißt, es könnte sein, dass ich in der letzten Woche so für knapp 4 Wochen Material gesammelt habe. Dann hängen wir wahrscheinlich so 5 Wochen zurück. Deswegen da bitte nicht wundern. Ja, du bist auch nur ein Cockroach oder so ähnlich. Tja, du bist das Spring ins Land, alles klar.
ist der Übergang hier. Brauchen wir überhaupt nicht schwimmen. Ja, da ist nichts Neues bei, ne? Ja, die Viecher kann man mitnehmen, das stimmt. Wenn man sie denn findet und kriegt. Sowas ist natürlich schön, ne? So eine Kiste zu finden. Hier nochmal eine CD. Das ist alles sehr, sehr schön. Gar keine Frage. Das freut mein kleines Looterherz natürlich in besonderem Maße. Wo müssen wir hin? Gar nicht. Wir müssen gar nicht mehr schwimmen. Ich will jetzt nicht mit Angeln anfangen, weil ich sonst nichts zu tun habe. Und ihr seht ja, ich versuche ja mit den Leuten auch irgendwie in Kontakt zu kommen. Aber die wollen ja nichts mit mir zu tun haben. Vielleicht habe ich Mundgeruch oder meine Mütze müffelt. Ich weiß es doch auch nicht. Warum redest du über Hähne? Das ist Kock. So, Tamriel schreibt, vielleicht wieder das Haus updaten. Ja, das Blöde ist, ich kann kein Update für mein Haus machen. Das ist schon auf höchster Stufe. Das hatte ich ja gerade schon gefragt. Mit, kann ich da noch irgendwas machen? Ich kann hier nichts, ich kann Häuser verschieben. Ja, aber das ist ja, das kann ja nicht die Lösung sein. Mein Haus wird nochmal irgendwann verschoben, das stimmt, aber... John... Ich sehe dich. Kann das sein, dass ich hier länger nicht reingeguckt habe? So, 100 dafür. Boah, 1000 Dinger craften. Boah. So, Making 1,7 Millionen habe ich mit den Sachen gemacht. Alles klar. Tausend Bäume fällen. 250 Tiere fangen. 1000 Sachen ausgraben. Oh. Ja, bin ja froh, dass ich nichts zu tun habe, wa? Also da 100% zu kriegen, da weiß ich aber auch, was du getan hast, du. Leck mich an die Füße. Wow. So, 9 Mangrovensticks. Das kann hier noch rein. Dann habe ich noch ein Apple können. Und das hier, und das hier, und das hier. Und das auch noch und den Zahn nicht. Den Zahn würde ich ihm ziehen, aber. Das und das und Weiher und Oweiher und Schlüssel. Schlüssel ist immer gut. Klar, sowas kann man alles gebrauchen. Gar keine Frage. Sonst hat nur nichts. Nö, ne? Okay. Der Zahn wäre es noch gewesen. Weil daraus kann man Waffen machen, deswegen hatte ich die Zähne da reingelegt. Ist aber keine gute Waffe, also insofern kann man es auch lassen. Knöchelchen, ein bisschen Kacke und Samen. Klamotten sind bald kaputt, okay. Kann das sein, dass das Huhn ein bisschen viel frisst? Oder habe ich dem... Ach, ich war heute noch gar nicht beim Huhn, ne? Huhn? Hast du ein Ei irgendwo hingelegt? Nee, ne? Ist schon weg. Ist schon despawned. Das hat sich schon irgendjemand gegriffen. Na toll. Na gut. Dann gehen wir nochmal wieder ins Bett. Mal gucken, wer heute kommt. Oder beziehungsweise jetzt gucken wir erstmal, wie wir den 24. Dezember abgeschlossen haben. Winter, weißt du? Ist Weihnachten. Hat mir auch keiner was geschenkt. Diese Dorfbewohner. Immerhin Level 36 und 44, das ist gut. Ja, nicht viel Geld gemacht, aber wir haben auch nicht wahnsinnig viel geleistet.